Dieser Movie hier richtet sich an die Leute, die zurzeit auch Performance-Einbrüche haben im Microsoft Flight Simulator 2020. Und das scheinen einige Leute zu haben. Es gibt da auch einen Thread im Forum. Ich werde das auch unten in den Kommentaren verlinken. Mittlerweile auf 1000 Votes auch schon angewachsen. Wo Leute halt massive FPS-Einbrüche haben, je nachdem, wo sie fliegen. Und ich bin hier wieder im Machloop in Wales unterwegs und das ist auch ganz, ganz praktisch, weil da ist halt auch so eine Stelle, wo man das sehr deutlich sieht. Und hier auch unten im Valley bin ich auf 32 Frames im Augenblick. Sieht man ja, ich habe also den Frame-Counter extra mal eingeblendet. Und das ist jetzt mit der F-15 geflogen und dann dachte ich mir, ja gut, probierst du mal eine andere Maschine, vielleicht macht die F-15 ja auch Probleme, aber auch hier bei der Daher sieht man an den Bordinstrumenten und auch so an der Scenery unten, dass das doch so alles stottert. Und hier an den Bordinstrumenten, das ist also alles andere als flüssig, sondern das ruckelt so vor sich hin. Und das war ganz praktisch, dass jetzt hier tatsächlich im Machloop an einer bestimmten Stelle auch ein wirklich heftiger FPS-Einbruch ist. So kann man das mal wirklich sehr gut dokumentieren, weil ich ja nun seit Anfang Januar eigentlich ja, täglich oder jeden zweiten Tag hier meine Runden drehe. Und hier ist das alles noch in Ordnung. Also es ist jetzt hier Bluebell Viewpoint. Und hier geht es ja dann in die Linkskurve, dann Richtung Cat East, Cat West und dann kommt Chorus Corner und da ist halt so eine Stelle, wo das halt massiv auch einbricht, also die Performance auf meinem Rechner einbricht. Und es gibt da natürlich auch Anregungen dann in diesem Thread dazu, wer wo was gemacht hat. Aber ich glaube nicht, ich habe hier mein Grafikkarten-Settings natürlich auch mal so ein bisschen ausprobiert, ne, Texturdetails runterzustellen. So, jetzt kommen wir hier an Chorus Corner. Und jetzt klatscht das hier richtig runter. Und ich sag mal, das war jetzt hier im minimalsten Wert, bin ich jetzt hier auf 15 abgestürzt, aber ich habe hier auch schon 7 und 9 Frames gehabt und bin dann halt auch direkt im Hügel hängen geblieben, weil das dann auch nicht mehr fliegbar ist. Ja, also gerade für diese Ultratiefflüge mit hohen Geschwindigkeiten, du bist da so schnell down mit der Maschine, das macht also überhaupt keinen Spaß. Und hier sieht man auch, wenn ich jetzt hier ins Valley wieder reingehe, 35 Frames. Und das ist dann leider so, dass es jetzt durch den letzten Patch gekommen. Ich meine 14.05, glaube ich, ist die Version. Irgendwas ist passiert, zurzeit gibt es noch keinen Fix. Hier kommen wir jetzt wieder an Chorus Corner und das ist auch sehr interessant. Also der FPS-Einbruch findet auch hier wieder an derselben Stelle statt. Läuft aber auch weiterhin auf dieser Strecke durch den Kanal hier runter, also zwischen den Bergen durch Richtung Meer. Und gleich wird man auch sehen, wie von Geisterhand bekrabbelt sich das ganze System und dann sind auch auf einmal wieder 35 Frames vorhanden. So, hier stabilisiert sich das wieder und das ist auch das, was viele andere Leute eben auch schreiben, dass sich das von alleine stabilisiert. Der eine sagt, ja, er konnte da und damit was erreichen und Internetverbindung, Datenverbindung ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ich habe auch vieles ausprobiert, aber ich habe das Gefühl, das hat letztendlich überhaupt keine Auswirkung. Hier auf großer Höhe habe ich dann die 60 FPS wieder. Und da habe ich dann auch, zeige ich jetzt mal, die Datenverbindung wieder angeschaltet. Und wird man jetzt gleich auch sehen, das hat überhaupt keine Auswirkungen jetzt auf die FPS. Das schrieben halt auch Leute, ja, dass sie da die Datenverbindung getrennt hätten und dann wäre es besser gewesen, wenn die nicht. Aber ich sehe da keinen Unterschied. Jetzt hier bleibt das auf 60 FPS oder so in dem Bereich von 60 FPS, weil ich das da auch auf 60 FPS gedeckelt habe. Es hat halt mit dem Capturing hier zu tun, weil ich dann die Frames nicht umrechnen muss. Das ist dann halt beim Rendering ist das ein bisschen schneller, aber die Versuche, die Kantenglättung da zu reduzieren, in eine andere qualitative Stufe zu versetzen, das hat da auch nichts gebracht. Und ich denke mal, das wird irgendwann mit einem Hotfix, wird der Fehler gefunden sein und dann wird das auch bereinigt. Klar, man kann natürlich versuchen, jetzt durch die Einstellungen in den Grafikkarten, in Treibern da noch
ein paar Frames mehr rausholen. Das bleibt ja jedem selber überlassen, aber das, was ich jetzt hier so gemacht habe, das hat nicht wirklich zu einer Besserung geführt. Und vor allen Dingen jetzt hier gerade in großer Höhe ist es halt auch so, dass das tritt so unregelmäßig dann plötzlich auf in einigen Regionen klatschen die Frames dann runter und dann ist es auf einmal wieder weg. Das macht nicht viel, also für mich macht es nicht viel Sinn, sich da weiterhin mit zu beschäftigen, sondern ich warte lieber auf Nordfix und dann wird es auch vom Tisch sein. Ja, ich wollte es mal gezeigt haben, gesagt haben, so, ihr seid da nicht die Einzigen, die dieses Problem im Moment haben. Das sind wohl reichlich Leute, die da FPS-Drops haben und stottern bis zur Unspielbarkeit. Ne? Und ja, gut, ihr müsst selber wissen, ob ihr da versucht, irgendwie was zu verbessern. Aber seid euch ja so ein bisschen drüber im Klaren. Das kann vielleicht auch erst dann vorbei sein, wenn da tatsächlich ein Hotfix gekommen ist. Jo, in diesem Sinne, bis zum nächsten Movie. Tschüss.